Was für Erwartungen sind morgen? Gewinn, Niederlage? Natürlich. Wenn natürlich bei einem Europacup-Spiel ist es wichtig, dass wir eine gute Ausgangsposition haben. Mhm. Versuchen natürlich, das Spiel nicht zu verlieren. Wichtig ist, dass wir aufsteigen und ein gutes Resultat haben. Надявался на, разбира се, на един позитивен изход от двобоя. Искат да стартират добре в лигата по-нататък и се надяват да излезат с позитивен резултат. Питаше. Стартът, тъй като първенството не е чак толкова добър за Рапид, може ли да продължи лошата серия? Der Start in der Bundesliga war nicht so überzeugend. Ob es eventuell noch eine Möglichkeit gibt, dass diese negative Bilanz auch auf dem bulgarischen Boden beibehalten wird. Wir werden natürlich versuchen, diese negative Bilanz zu verhindern. Ich glaube, wir haben phasenweise schon gute Spiele absolviert und gute Phasen gehabt im Spiel. Das müssen wir wieder zeigen und dann können wir dieses Spiel positiv bestreiten. Въпреки, че са загубили първите матчове, са имали моменти, в които са изглеждали доста добре на терена и той се надява дори тук в България да успеят с тези моменти да ги зачистят и да завършат, както вече каза, с позитивен резултат. Gibt's noch Fragen an Mario? Dann schicken wir ihn zum Training. Keine mehr. Dann danke Mario fürs Kommen. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Wird er nicht von der Mitte Platz, oder? So, dann gleich weiter und die Fragen bitte an Trainer Peter Pakut. И така продължаваме с треньора Петър Пакут. Алекс, бите. Nein, ich wollte mal ein Bild allgemein einmal machen. Durch das, dass wir die Möglichkeit nicht so oft gehabt haben, sie zu beobachten, nur ein Bild. Eindruck von der Mannschaft ein bisschen gewinnen. Въпросът беше след тренировката сега дали има нов плюс. Възможността дали успял да. Дали е успял нещо да извади поуки за утрешния матч. Той каза, че по принцип си следва план, който концепция си му пасва, така че тренировката си била просто една тренировка, която ги подготвя за утрешния матч. Нека се фрага бите. Ist natürlich tragisch, vor allem wenn du mit so einem Menschen so lange zusammengearbeitet hast. Du hast natürlich doch fast 10 Jahre als Spieler und als Trainer mit diesen Menschen und Präsident zum Tun gehabt und ist natürlich auch für die Familie nicht einfach. Значи въпросът беше, понеже вчера е починал, може би бивш президент на Мюнхен 1860. Петър Пакут е първо играл в Мюнхен 1860 дълго време, също след това е работил там и въпросът беше кога той е разбрал за тази смърт. Той е получил обаждане вчера на обяд и в момента също е лично много разстроен, защото дълги години е работил с този президент, бил прекрасен човек и това няма начин как да не мине незабелязано и за него в личен план. Доколко Даниел Боремиров помогна през занадата за Берое. Also wir wissen, dass Sie gut befreundet sind mit Daniel Boremiров und inwieweit hat er geholfen jetzt den Gegner so ein bisschen besser kennenzulernen.
Daniel hat es schwer. In erster Linie ist mein Kollege ein Freund von ihm. Sie haben miteinander gespielt. Genau. Daniel wird vermutlich beiden Seiten helfen wollen. Каза, че Даниил Бонемиров в момента се намира в една много тежка ситуация, защото от една страна един добър приятел негов идва да играе в България, от друга страна български клуб играе срещу него и неговото мнение е, че Даниил ще помогне максимално, каквото зависи от него и на двете страни. Други въпроси? Вайтер Фаген. Дали знаят, че всъщност Беруа напуснал доста играчи, които спечелиха купата, сега има много нови, дали това прави отбора на противника Москва? Да. Die Frage war, ob Sie wissen, dass viele Spieler, mit denen das Pokal gewonnen wurde, jetzt nicht mehr in der Mannschaft sind und ob das den Beroe nicht leicht zu schlagen macht. Nein, mit dieser Einstellung gehen wir sicher nicht in dieses Spiel. Auch wir haben Abgänge und auch noch verletzte Spieler und das, was ich jetzt beim Training gesehen habe, ist schon das, was uns hier morgen erwarten wird, eine technisch sehr gute Mannschaft und wir brauchen eine sehr, sehr gute Leistung, um hier morgen ein gutes Ergebnis zu machen. Не, това въобще не е настройката, в която влизаме в този двобой. Също и нашия отбор привлече нови футболисти и други си тръгнаха. Но това, което видях сега на тренировката, е, че срещу нас утре ще се изправи един доста добър техничен отбор. И ние трябва да покажем наистина добра игра, за да можем да завършим с така наречения позитивен резултат. Да излезем с победа. Али ти питам. Ja, wir haben dieselbe Ausgangsposition wie in der ersten Runde. Wir haben noch ein Retourspiel. Das heißt dann in erster Linie, dass wir hier versuchen müssen, ein gutes Ergebnis zu machen, das uns dann im Heimspiel dann alle Möglichkeiten offen lässt. Und ein gutes Ergebnis ist immer natürlich, dass du kein Tor bekommst und wenn möglich ans schießt. Въпросът беше тактически как ще подходи в двобоя, дали първо ще започне дефензивно, за да може да опознае съперника и след това евентуално да поведе в резултата, колко важен